Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Devisenradar, zum JFD-Devisenradar hier am 8. Juni nach einer zweiwöchigen Urlaubspause. Darf ich Sie wieder begrüßen, hier mit mir den FX-Markt jeden Morgen zu beleuchten. Gegebenenfalls auch in Bälde dann schon ein Stück weit früher, aber aktuell 9.30 Uhr wollen wir den Blick hier auf den Markt werfen. Und Euro-US-Dollar soll hier zum Auftakt im Fokus stehen, der sich unverändert interessant zeigt. Auch durch die erhöhte Volatilität in der vergangenen Woche, die dann zum Ende wieder abnahm. Wir wollen eigentlich jetzt hier deswegen mal mit dem ganz großen Bild beginnen. Hier nehme ich hier den Wochenchart und hier sehen Sie die Tendenzen, die wir hier unlängst im Mai ausgeworfen hatten, als wir das Währungspaar hier im Devisenradar besprachen. Und da ging es eben hier genau um die Zone um 1,1035, die dann jedoch hier im Laufe des Mai auch per Wochenschluss unterboten wurde. Das war taktisch gesehen hier durchaus als Verkaufssignal zu interpretieren. Doch wir sehen auch hier diese Präferenz, dass der Markt sich hier nicht hat deutlich nach unten pressen lassen in Richtung 1,05, führte schlussendlich dazu, dass wir auch in der vergangenen Woche, bedingt durch diverse Daten aus den USA und aus der Eurozone in Sachen Inflation und dergleichen, hier jetzt einen schönen Impuls gesehen haben, der hier zunächst diese Unterstützungszone um 1,10, 1,1035 definitiv auf Wochenbasis weiter interessant erscheinen lässt. Was man auch sehr schön sieht, ist hier deutlich die Tendenz höherer Tiefpunkte in den Bewegungsabläufen seit dem Verlaufstief hier vom März. Man sieht hier die Tiefs der einzelnen Wochen lagen temporär sicherlich unter denen der Vorwoche, aber generell hat man hier eine strukturelle Aufwärtstendenz im Chart, im Wochenchart zu sehen, die eben hier mit dem mangelnden Verkaufsdruck der Bären hier im Bereich um 1,10 doch wieder ein Stück weit interessant wird. Die laufende Woche aber hier grundsätzlich auf Wochenbasis zwischen 1,10 und 1,14 auf Wochenbasis zunächst erstmal neutral zu betrachten. Doch was dies im Tageschart bedeutet, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Denn zoomen wir uns ein Stück weiter in den Chartverlauf herein oder hinein, sehen wir hier zunächst erstmal nach dem letzten Verlaufshoch hier vom 15. Mai. Das lag hier bei 1,1467. Das ist hier auch dann als bestätigte Widerstandszone sozusagen etabliert worden. Dieses Level, also knapp unter 1,15, haben wir jetzt ein markantes Widerstandscluster, der sich hier oder das sich hier praktisch aus den Hochs vom Februar, Schrägstrich hier Verlaufstief Januar herleiten lässt. Man sieht, diese Zone war bei den Käufern immer wieder ein wichtiges Segment, um hier eben nach oben aufzudrehen, Schrägstrich hier insbesondere im Februar dann hier wieder federn zu lassen. Und genau das ist eben auch hier Mitte Mai passiert. Der Markt hier sehr stark zurückgekommen, aber trotz Ausbruch unter 1,1035, 1,10, das haben wir eben auch schon im Wochenchart, haben wir hier die Sequenz höherer Tiefpunkte. Und der Markt hat sich, und hier haben wir auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die ich hier mal in den Chart gezogen habe, auch in Form eines Trendkanals etabliert. Sie sehen, ich schiebe einfach die untere Trendlinie mal ein Stück weit nach oben und versuche das Ganze oder die ganzen Preisbewegungen seit März hier in so einer Art Trendkanal zu erfassen. Und hier geht es mir einfach nur darum, möglichst viele Verlaufspunkte der einzelnen Kerzen zu erfassen. Und man sieht hier sehr schön, dass dieser Preisverlauf seit März hier auch sich bislang innerhalb eines Aufwärtstrendkanals einfangen lässt. Das lässt hier zunächst auch aufgrund der heutigen positiven Bewegung, des positiven Auftakts vom Euro-US-Dollar zunächst nach den Verlusten hier seit Mitte Mai und den ersten Erholungsschüben aus der Vorwoche jetzt hier durchaus nochmalige Kursgewinne erwarten, die hier den Euro-US-Dollar durchaus beflügeln könnten. Das zeigt auch die Saisonalität, die ich Ihnen hier wieder mal nicht vorenthalten will. Jetzt muss ich die nur gerade wieder aktualisieren. Kleiner Augenblick, wir haben gleich das Zeitfenster für die kommenden 20 Handelstage. Da sehen wir Euro-US-Dollar hier zunächst ein Stück weit seitwärts, ohne wirklich starke Impulse. Aber in den weiteren Juni-Tagen hinein sehen wir hier eine starke Tendenz, rein saisonal betrachtet für den Euro-US-Dollar. Und dies begünstigt auch diesen aktuell etablierten Aufwärtstrendkanal, der sich eben hier zeigt. Und man darf jetzt sagen, oberhalb von 1,10, das ist sicherlich eine psychologische Marke, sieht es grundsätzlich ganz gut aus. Achten Sie hierbei jedoch auch noch auf diese untere Trendkanallinie und insbesondere hier auf das Tief vom letzten Montag. Das lag hier bei 1,0887, Schrägstrich hier das Verlaufstief vom 27. Mai bei 1,0819. Unterhalb dieser zwei Punkte würde es dann hier ein Stück weit kritisch für den Euro werden. Das soll heißen, dass dann mitsamt Wiedereinbruch unter 1,10 und Bruch des kurzfristigen Aufwärts
Impulses, das wir hier oder den wir hier seit Ende Mai sehen, innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, das würde dann hier durchaus ein Stück weit Gefahr bedeuten. Dann würde nämlich hier diese Aufwärtstrendlinie seit dem Mehrjahrestief bei 1,0462 getestet werden und diese hat sicherlich hier dann nicht so eine tragfähige Wirkung, falls Euro-US-Dollar tatsächlich nach unten kippt. Aber rein saisonal bedingt sieht es wie gesagt gut aus. Euro-US-Dollar hat Chancen hier nach oben aufzudrehen. Und welche, das wollen wir uns mal anschauen. Jetzt mal hier konkret im Intraday-Verlauf. Denn Euro-US-Dollar hat bislang ja stolze 85 Pips sich zurückgelegt. Das ist rein von der Range schon ein Stück weit zu viel. Wir sehen hier den Wochenpivotpunkt bei 1,1122 und die heutigen Ausschläge. Gerade heute Morgen ging es eben nochmal dynamisch zur Sache. Wir haben eben hier die Tatsache, dass Euro-US-Dollar im Schnitt während der letzten 14 Tage eine Range von rund 124 Pips aufweist. Heute 85 soll heißen, wir haben hier die Möglichkeit, noch weitere Impulse nach oben zu erfahren, aber das Gros der heutigen Tagesbewegung ist sicherlich gelaufen. Lassen Sie uns daher den kurzen Abwärtstrend seit dem Hoch der letzten Woche mal in den Chart ziehen. Da zeigt sich auch, dass wir hier unmittelbar vor einem leichten Widerstandscluster stehen. Wir haben auch hier einen Price Action Point, den ich mir jetzt mal in den Chart hole. Kleiner Augenblick. Das war er nicht. Wir nehmen die Horizontallinie, haben hier, den machen wir weg, ein Price Action Punkt im Bereich knapp unter 1,12. Man darf sagen, wenn Euro-US-Dollar über dieses Level hinaus zieht, dann hätte man hier bei 1,1195, um genau zu sein, gehen wir darüber hinaus, dann haben wir hier sicherlich schönen Auftrieb, um hier das Hoch aus der vergangenen Woche, nicht heute, aber während der nächsten Tage anzugreifen. Das mal hier aus Intraday-Betrachtung. Also hier im Sinne des Verlaufstiefs hier 5.6. im Sinne des Verlaufshochs 2.6. im Sinne dieser dynamischen High-Movement-Kerze vom 3.6. haben wir hier diese Horizontalwiderstandszone gekoppelt mit diesem Abwärtstrend, die sich hier als Widerstand darstellt. Gehen wir über 1,12 raus, kann das bedeuten, dass wir hier neben der dann ausgeschöpften heutigen Daily Range starken Impuls sehen könnten. Bleiben wir jedoch hier in dieser abwartenden Haltung, dann kann man hier durchaus nochmal darauf spekulieren, dass es hier nochmal zu einem Test dieser Zone um 1,1075 kommt. Dieser Unterstützungsbereich ist hier auch in der Vergangenheit immer wieder mal unter Price Action Punkten interessant geworden oder war interessant zu definieren. Soll heißen, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier nicht nach oben rauszieht, dann haben wir hier sicherlich gute Chancen, dass wir hier nochmal einen Rücklauf sehen und dann eben obacht hier, was zwischen 1,1035, 1,1045 und dann hier insbesondere 1,1075 passiert. Das wäre vielleicht durchaus als interessante Long-Chance anzusehen, dass der Markt dann auftritt. Gehen wir, wie gesagt, deutlicher gen Süden Richtung 1,10, dann muss man davon ausgehen, dass 1,088, 1,086 das Support-Level 1 anhand des Wochenpivotpunkts sicherlich die nächste Hausnummer darstellen auf der Südseite. Wir haben heute nochmal kurz zum Wochentag, zur Wochentagsstatistik den Fall, dass wir statistisch gesehen morgen einen neutralen Tag haben, aufgrund der übergeordneten Abwärtsbewegung während der letzten 52 Handelswochen. Natürlich hier eine ganz klar negative Tendenz, insbesondere Freitag unverändert schwach mit nur 39% positiver Schlusspreise. Aber wir sehen heute, Schrägstrich morgen, im Vergleich zu den übrigen Tagen doch schon leicht positiv und das kann sich durchaus weiter fortsetzen. Warten wir ab, was passiert. Die K-Levels sind genannt. Freue mich auf jeden Fall, wenn wir morgen noch mal in den nächsten Radar gehen. Dann mal ein anderes Pair aus dem Währungsuniversum. Welches genau, das werden wir dann morgen noch mal in den Fokus nehmen. Nachher gibt es wieder den DAX noch mal in der extra Videobeschau hier beim JFD Live Trading TV zu sehen auf dem JFD Desktop oder dann auch später YouTube und dergleichen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen guten Wochenstart. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen spätestens wieder. Ansonsten nachher vielleicht zum DAX. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kämmerer.